Herzlich willkommen zum neuen Katholisch in Haltern am See. Heute vom alten Dorffriedhof am Hellweg in Siethen. Seit 1910 werden die Verstorbenen der St. Josef-Gemeinde hier auf diesem Friedhof beerdigt. Früher mit oft sehr kunstvoll gestalteten Grabmalen, heute in der Form des Rasenfriedhofes. Zu den besonderen alten Grabsteinen zählt hier auf dem Friedhof der von Ludwig Niemann, der im März 1934 durch Mörderhand ums Leben gekommen ist. Ludwig Niemann und zwei andere Mitarbeiter der Sprengstofffabrik in Siethen fuhren mit dem Pferdefuhrwerk zur Halterner Sparkasse, um dort die Lohngelder für die Angestellten und Mitarbeiter abzuholen. Unterwegs wurden sie überfallen. Ludwig Niemann starb durch Mörderhand. Er wurde erschossen. Auch wenn das 1934 geschah, ist sein Grabstein bis heute ein beredtes Zeichen, nicht nur für diesen Mord, sondern auch dafür, dass wir die, die längst von uns gegangen sind, in Ehren halten. Dass wir auch die steinernen Zeugen der Vergangenheit hier auf diesem Friedhof und auf vielen anderen bewahren. Denn was war, ist wichtig für das, was kommt, ist wichtig für das, woraus wir leben. Deshalb ist Ludwig Niemann nicht nur Teil der Geschichte von Siethen, sondern auch Teil der Geschichte dieses Friedhofes und Teil der Geschichte, die wir letztlich alle sind, weil wir als sterbliche Menschen der Auferstehung entgegengehen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.